Nicht nur Menschen erfreuen sich am Klostergarten des ehemaligen Franziskanerklosters in Kloster Lechfeld. Auch Häschen und Hühner haben ihr eigenes kleines Reich. Wohlbehütet führen sie ein sorgenfreies Leben hinter den ehemaligen Klostermauern. Der Chef hier ist Pfarrer Thomas Demel, der diesen Garten ins Herz geschlossen hat. Und zwar ganz, ganz brutal, weil der ist wirklich ein Kleinod hier mitten in Kloster Lechfeld. Und wenn man hier im Kloster wohnen darf, gehört der Klostergarten natürlich dazu. Ist nicht mein Garten, aber auch ein bisschen meiner. Der Garten ist aber auch wunderschön. Eine ganze Truppe ehrenamtlich tätiger, fleißiger Menschen aus der Pfarrei hilft regelmäßig bei der Tier- und Gartenpflege. Bei unserem Besuch in dieser Woche treffen wir allerdings nur auf die Herren. Ihre besseren Hälften, die sich sehr um die verschiedenen Kräuter und deren liebevolle Beschriftung verdient gemacht haben, waren, wie wir erfuhren, in dieser Woche im Urlaub. Der Klostergarten ist heutzutage für die Öffentlichkeit zugänglich. Das war aber nicht immer so. Die Franziskaner, die da ja jahrhundertelang waren, da war es natürlich sehr streng, weil es zu ihrem Garten gehörte und damit auch irgendwie Klausurbereich war. Und 2018 haben wir eine 72-Stunden-Aktion gemacht, die bei uns eine Mehrgenerationen-Aktion war. Da waren an die 80 Leute beteiligt, diesen Garten wieder aus dem Dornröschenschlaf rauszuholen. Und da haben wir die verschiedenen Bereiche im Garten dann eben neu belebt und teilweise auch neu angelegt. Der Garten besticht durch seine schiere Größe, die schöne Aufteilung und durch seine Vielfalt. Es gibt Gemüsebeete, in denen Kartoffeln, Mais und Tomaten wachsen. Und natürlich viele Blumen- und Kräuterbeete. Manche sind einfach nur angelegt, um das Auge zu erfreuen. Manche finden ihren Ursprung in der Tradition der Klostergärten. Außerdem sind überall Bänke und Ruheplätze aufgestellt. Aber hier und heute kommt die Arbeit vor dem Vergnügen. Also wird fleißig Unkraut gejätet, vertrocknetes Gehölz entfernt und Fallobst aufgesammelt. Immer gerne dabei Kloster Lechfelds Altbürgermeister Peter Schweiger. Wir sind froh, dass der Garten öffentlich zugänglich ist, dass unser Pfarrherr das zulässt und sogar wünscht. Und es kommen also viele Familien hier im Garten, auch Mütter mit ihren kleinen Babys, die am Vormittag die Decke ausbreiten und sich dann hier gemütlich machen. Und zum Teil gibt es ja dann unter der Woche auch Cappuccino hier im Klosterlädle, sodass das also für viele dann ein Anziehungspunkt ist hier. Neuer Mittelpunkt im Garten ist eine Marienstatue, deren Antlitz noch auf den letzten Schliff durch den Künstler wartet. Die Statue fügt sich in den Garten ein, als hätte sie schon immer hier gestanden. Und ganz hinten auf dem weitläufigen Gelände finden wir noch ein kleines Bienenhäuschen, um das sich ein Imker kümmert. Es ist an alles gedacht. Zweimal in der Woche öffnet das winzige Klosterlädchen seine Pforten, sodass dann neben Kleinigkeiten auch etwas zu trinken angeboten werden kann. Alles auch hier natürlich in ehrenamtlicher Arbeit. Pfarrer Thomas Demel hilft überall mit. Vor allem aber in seinem Garten, der doch irgendwie auch allen gehört. Und er macht das wirklich gerne. Ich bin normalerweise, wenn ich Zeit habe, auch dabei. Und es ist eine wunderbare Abwechslung, weil Pfarrer sein hat ja eher was mit Gesprächen und Kopfarbeit zu tun. Und da ab und zu einfach, blöd gesagt, in der Erde zu wühlen, das ist mal was anderes. Vieles ließe sich noch erzählen über diesen wunderbaren Garten, der sich bei gutem Wetter auch einmal im Monat in einen Biergarten verwandelt. Es ist eben ein Ort für ein echtes Miteinander. Die Pfarrei und die Gemeinde Kloster Lechfeld haben hier eine echte Oase geschaffen.